Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich mir ein Carvalan Solest gegönnt. Port Cask Matured. So, eine schöne Verpackung. Immer wird das ein bisschen optimiert hier. Unten flach, hier ein bisschen rund. Solest Fassstärke. Einzelfass, Schrägstrich, Batch. Batch-Abfüllung hier in diesem Fall auch Einzelfass. Und hier hat man die wunderschöne Flasche. Auf das Paket steht es hier, der Solist-Reihe bringt zusammen der beste Fassstärke Einzelfass-Abfüllungen von Carvalan. Jede Abfüllung greift gänzlich in unterschiedliche Sorten von Eichen ausgewählt, sodass der Whisky mit der maximale aromatische Komplexität und Finesse entstehen kann. So, oh, meine Französisch ist nicht so gut. So, sehr, sehr schön. Ja, ich frage mich immer wieder, wo er, genau, also meistens braucht man irgendwie ein Strichcode, aber auf der Flasche haben wir den. So, sehr, sehr gut. 22. Okay. 2022 wurde das denn hier abgefüllt am 19. Juli mit 57,8% Alkohol. Whiskey Base Nummer 226823. Also die Flasche habe ich ihr auch geteilt mit meinen Fans. Ich glaube, das ging durch die Superfans einfach nur, denn da gänzlich durch. So, einen Moment. Schön, ich freue mich. Ich freue mich echt da, einen super schönen Carvalan hier zu haben. So, ich werde es vergleichen, was denn sonst? Ich hole erstmal hier eine von Michelrieck, eine Abfüllung hier raus. Und das ist hier der Mondo Serros 2. So, das ist Highland Single Malt Scotch Whisky. Firstville Ruby Port Wine Cask von 2012 bis 2022. Ich habe auch noch, einen Moment, ich komme gleich dazu, denn hier, wo ist mein Carvalan? Also ich habe hier für 115,90 € die Flasche geteilt. Hier habe ich eine Flasche von Scotch Universe geteilt. Wir haben auch hier, was haben wir hier für eine Alkoholstärke. Ja, da 57,5. Hier haben wir 57,8. Und wenn ich hier hochgehe, also diese Flasche hier hat den Whisky Base Nummer 169403. Pedro Ximénez Sherry. Wieso ist das Sherry? Ein Moment mal. Ich dachte, der war Port. Genau, ich habe den falschen Nummer hier. Ich habe der Mono Serros 1 und nicht der Mono Serros 2 hier bei Whiskey Base. Shame on me. Das ist jetzt hier die Frage. So, die 2 brauche ich. Ah, genau. Firstville Ruby Port Cask auf Whiskey Base 214162. Wow, das war ein bisschen peinlich jetzt hier. So, die Frage ist immer wieder bei dieses, ich werde irgendwann mal auch eine Tasting dazu machen, aber könnte Nock Du sein, also Adnock. Allerdings, dass man im Jahr 1894 stimmt weder mit dem Buch hier überein, noch mit meinen verschiedenen anderen Online-Quellen. So, wozu ich noch eigentlich kommen wollte, ich schmeiß mal das hier rüber und schmeiß das nach vorne hin, dass ihr sehen könnt. Also, was ich hier tun kann, ist hier. Ich habe auch noch ein drittes Sache. Ich werde ein Port-Tasting hier machen mit drei verschiedenen Ländern. Denn ich habe vom Dingo der Port Single Cask für Kirsch mit hier 59,6. Whisky Base 224407. 2014 bis 2022. So, ich schenke mir ein bisschen was ein. Und dann kommt hier einfach mal auch wahrscheinlich, wenn ich daran denke, die Flasche, wenn ich nicht daran denke, sei nicht mit mir böse. So, ich habe drei verschiedene Whiskys in Fassstärke, die eine gesamte Reifung in Portfässern hatte.
Einmal Taiwan, einmal Schottland und einmal jetzt hier Irland. Auch interessant vom Preis finde ich auch immer wieder hier unser, wie ich sagte, 115. Und wenn ich hier hingehe, dann zu unserer Scotch Universe sind wir hier bei, ich sage einfach mal 79. Und wenn wir hier hingehen zu unserer Einzelfassabfüllung Fine Dingo, sind wir hier, ich muss ein bisschen hier durchgehen. So, wo ist mein Dingo hier? Single Cask, das war der Sherry. Das war das. Das war der Wheel of the Year. Da sind wir bei 155 Euro. Autsch! Der teuerste kommt aus Irland, nicht aus Taiwan. Okay, sehr, 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 sehr gut. Taiwan hat deren Kapazität verdoppelt. Wenn ich hier hinkomme zu meinem nettes Buch hier von 2023, hier steht es tatsächlich, dass 2016 wurde damit eröffnet, also wurde die Brennerei der 10-Jährigen gefeiert, indem sie auch denn da die Eröffnung denn dort von der Erweiterung hatte. Die haben insgesamt 11 Paare, also 22 Pot Stills. Die Wash Stills sind bei 12.000 Liter, die Spirits Stills sind bei 7.000 Liter. Es gibt ein Besucherzentrum, in dem 1 Million Leute pro Tag kommen. Ich glaube, in Schottland gibt es keine einzige Brennerei, der so viele Besucher hat wie Caverland denn da. Und das ist echt interessant. Und natürlich haben wir jetzt hier unser höchstes Prädikat Einzelfass in Fassstärke ist denn unser Solist. Konzertmaster gibt es auch denn da und so weiter. Auf einer Messe, geh mal bitte hin zum Stand denn von Caverland. Silvia, einfach mal liebe Grüße von Whiskey Jason sagen und dann probier mal selbst, wie gut die Solists so sind. Ja? So, farblich, First Fill Ruby, das ist hier dunkler. Hier haben wir unser Port Cask, keine Ahnung, ob das Tawny oder Ruby war, auch dunkler. Also, echt cool. Und wir haben alle dann um die 55 herum hier. Also 59, 57, 57. Ist der gut. Was ich schön finde, und das werde ich einfach mal behaupten, ist, dass dieses, ich kenne keinen Port, der eine europäische Eiche, oder doch? Also ich finde, der hat europäische Eiche im Moment. Das ist eine schokoladige, schöne Moment, die da mit eine Rolle spielt. So, ich habe irgendwann mal von Silvia ein bisschen gelernt, wie man diese Etiketten hier lesen kann. Ich habe Flasche Nummer 170 vom 182, die aus dem Fass rauskam. Und ich weiß es nicht mehr. Also der 13. oder 14., da ist ungefähr wahrscheinlich 8 bis 9 Jahre alt. Wow, wenn man bedenkt, dass sie bis zu 10% Angel Share da haben. Die arbeiten sehr akribisch und sehr stark daran, diese Angel Share runterzudrücken. Aber jemand hat neulich gesagt, ich glaube, ich habe vom Leon gesehen, wie er bei Thompsons war unten in Neuseeland. Und ich glaube, der Spruch kam, Reifung geschieht durch Verdünstung. Ja, keine Reifung ohne Verdünstung. Maturation through Evaporation. Also klingt auf Englisch viel, viel besser. Also Maturation durch Evaporation. Klingt fast französisch. So, probieren wir mal. Wow, habe ich mir was da gegönnt. Volle Ladung. Port, Holz, europäische, schokoladige Moment, also schokoladige, holzige, Port, fruchtig. Wow, ist das gut. Also ich sag etwas. Wenn dein Lieblingswhisky sowieso jenseits von 120 Euro geworden ist und du sehr gerne überladene Whiskys hast. Also du willst nicht Bourbon und der Destillat kommt durch, du möchtest gerne die
volle Ladung hiervon habe. Probier mal, kauf mal, holt euch Samples von Solist-Abfüllungen von Kavalan. Ich weiß noch, wir haben da ein Tasting gemacht, das ist, muss fast 2 Jahre jetzt liegt zurück. Mitten in der Pandemie wurde erwünscht, ey Mensch, das ist so teuer, wollen wir das wirklich machen? Und dann war ja, haben wir gemacht und das war grandios. Also gerade der Vino Barrique war super, der Sherry war super, glaube ich, der Port war super, hatte ich Madeira da drin, der war super. Absolut tolle Produkte. Vom Geschmack, vom Erlebnis hier, ich bin bei einem 1-, ja. Es hallt immer noch nach, was denn da ist. Diese dunkle, schokoladige, mit Portreifung gemixte Genuss. Wow. Ich bin hier froh, dass ich mir diese Flasche einfach mal gegönnt habe. Ich habe beim Großhändler bei Kirsch habe ich geschaut und dann dachte ich mir, oh, guck mal, ein Kavalan, nehme ich mit. Und da muss ich schon sagen, wow. So, ich gehe mal ganz kurz zu Kavalan Solist Port und schaue einfach mal, wie die Bewertungen so sind hier. Okay, wir haben hier Ratings. Also gehen wir zu unseren Ratings hier hin. Ja, es gibt so viel. Wie viele? Kavalan Solist Port Cask gibt es insgesamt 309 Whiskys aufgelistet hier bei Whisky Base. Und wir gehen von 92 runter auf. Der niedrigste ist dann hier, wo es ein paar. Ja, gut, wir haben 84. Tatsächlich auch 84, 83. Da ist eine sogar hier mit 64. Da will ich hier schauen, was da passiert ist. 2016 abgefüllt. Und eine Person hat abgestimmt. Naja, gut. Ja, ich habe die Liste ein bisschen anders gemacht bei Whisky Base. Ich habe die Abfüllung aus dem Jahr 2022 nur vor mir. 88, 89, 87, 91, 92, 89 und 88,5. Das zeigt hier von meiner gewissen Qualität und ein gewisser auch hier Entwicklung denn da. Superschöne Produkt 1. 1 minus bis 1, also wow. Die Frage ist nun Preis-Leistung 115,90 €. Ach, 3 plus, sorry. Also der Jason aus dem Jahr 2016, der diese Channel angefangen hat, hätte mich dann im Hintern getreten, sagt, spinnst du? Aber nein, für dieses Geschmackserlebnis, in dieser Fassstärke, in dieser Qualität, wenn du es kaufen kannst und möchtest, bitte. Und das ist unser Problem heutzutage, dass wir echt viel Geld ausgeben für leckere Sachen, wenn wir wirklich bereit sind, das denn zu tun. Gut, einmal ganz kurz hier unser Scotch Universe. Zu sehen, ob wir überhaupt in der ähnlichen Preisklasse, also Entschuldigung, in der ähnlichen Universum sind oder ob wir in einem Multiversum. Also, das riecht so viel besser. Hier habe ich mehr Vanille. Hier habe ich mehr Schokolade. Hier habe ich mehr Beeren, die ein bisschen Säure haben. Hier habe ich Süße. Cheers. Erdbeere, also Port wechselt sehr schnell zu einer Erdbeere. Da kommt viel mehr Schärfe durch, da kommt leichte Holzbitterkeit auch mit durch. Aber das hat eine schöne Mundgefühl und eine tolle vanillige Erdbeersoße im Moment. So, wenn ich hier schaue, ob es da ein paar Bewertungen so gibt. Bisschen süß, das stimmt. Bisschen Pfeffer, ein bisschen Keksteig. Leichte Holzmomente noch.
Schöne, schöne Abfüllung. Also gut gemacht, Michael Rieck. Allerdings, verglichen damit, sind wir eher bei einer 3 plus plus 2 minus minus. Was immer noch bei mir und meinen Bewertungen ein ganz cooler Whisky ist. Da gibt es noch kein Video dazu online, kommt noch. Die habe ich auch schon geteilt, die Flasche. So, dann gehen wir einmal ganz kurz zu Dingle und gehen wir zurück. Unsere teuerste Flasche jetzt hier auf dem Tisch ist der Dingle gleichwertig wie unser Carvalan. Irland, Schottland, Taiwan. Ich finde einfach solche Vergleiche interessant. Vorreifung jeweils in Fassstärke zwischen 59 bis 57% Alkohol. Der gefällt mir am wenigsten an der Nase bisher. Hier habe ich wenigstens Erdbeere und ein bisschen Säure und so. Oh, hier ist dieser schokoladige Port-Moment. Und dann hier. Okay, gut. Schwächer. Der Schwächste von allen drei. Sorry. Für alle Fans von Dingle da draußen. Ich fand den Sherry Einzelfass-Abfüllung für Deutschland bombastisch gut. Ich war nicht der größte Freund von der Port-Abfüllung. Ich fand den ein bisschen schwach. Cheers. Der typische Dingle-Moment kommt durch. Oh ja. Eins, zwei, drei. Der Alkohol ist ein bisschen präsenter als die beiden. Da ist dieser Tropical Fruit Moment, diese tropische Früchte. Da ist mehr Holz, also wirklich hier Sägemehl Moment. Eiche. Aber Vanille-Eiche, also amerikanische Eiche. Hält auch länger an. Also hier war helle Erdbeeren. Hier sind eher rote Grütze und auch fast Kirsche mit drin. Kirsche, Himbeer. Ist auch immer wieder erstaunlich, welche Portnoten durchkommen, welche nicht. Aber es ist immer eine rote Beere fast immer. Da hält auch gut an, aber da ist wesentlich mehr Eiche mit da drin. So, dieses Port Single Cask, also. Ich könnte vermuten sogar, und das ist böse Zungen behaupten, also dass das auch eine Season Barrel war mit Port. Ich tue meinen Teil, um Port zu trinken, aber naja, ob da immer alle denn da so viele Portfässern geben, wie man das in der Whisky-Industrie brauchen, leider nein. Gut, zum Schluss gehen wir wieder zurück zu unserer Kavalan. Cheers. Wow. Ich bin hin und weg begeistert und froh. Diese Flasche hier, zumindest ein 50er gehört mir, hier verkostet zu haben und geteilt zu haben. Und ich glaube, viele Leute haben sich auch darüber gefreut, bei mir in meiner WhatsApp-Flaschenteilen-Gruppe endlich auch einen Kavalan zu haben und ausgerechnet Port, den man nicht oft so sieht. Ich bleibe 1 minus, einen guten Tag 1 und Preis-Leistung wirklich 150 € finde ich das, was man bekommt. Im Jahr 2023 gar nicht so schlecht. Also 3 bis 3 plus für diese Explosion und dieses einfach Moment, der lange anhält, ist leider heute oft das, was man bezahlen muss. So, meine Frage des Tages, Fragen, immer zwei meistens. Erstens ist denn, welche Kavalan Produkt, entweder Solist oder Concertmaster oder was auch immer, gefällt dir am besten? Und zweitens, also du hast 115 €, du brauchst eine Vollreifung in Port, was kannst du mir als alternativ anbieten?
Ja, ich gehe sogar bis 150 € hoch. Also wir waren bei 155 €. Welche Vollreifung Port bietest du an? Ich weiß, denn da war hier der von Tilo, von der Rolf Kasper, da war hier dieses Kinosaal und die hatten irgendein altes Port, also ein Irish Whiskey Fassstärke Port, irgendwie 18, 20, 21 Jahre alt. Oh, war der gut. Ja, Lichtblick, glaube ich, war das. Lichtburg. Also war super, super, super schön. Das wäre eine Alternative. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, Fassstärke Port und mega lecker. Bring mir einfach, schreib einfach die Flasche unten hin, damit ich mit dazu lernen darf. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Vielen Dank. Also die Flasche und sogar der Dingle wurden alle durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppen geteilt. Lohnt sich dabei zu sein. Und auch in diesem Fall ging alles an meine Superfans. Das sind Leute, die mich einmal im Monat mit 1,19 € bei Patreon oder 1,99 € hier bei YouTube unterstützen. Und die haben immer eine Stunde Vorsprung bei alle meiner Flaschenteilungen. Viele anderen denn Vorteile. Wer Interesse hat, schreibt mich mal an. whiskeyjason@gmail.com. Und wir machen es möglich, dass du dabei bist. Bis dahin. Ciao.